Podium. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Podium. Sie haben sich heute im Training richtig verausgabt. Testen Sie neue Komponenten? Zumindest im freien Training, wie auf der 1, Hamilton auf der 3, unsere Bestzeit 1:39.308 auf den roten und seine Bestzeit 1:39.742 auf den roten. Auf den gelben war er eine 1 mit einer 1:41.4 unterwegs, wir 1:41.2. Und die Weißen ist er gar nicht gefahren, zumindest haben wir davon nichts mitbekommen. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2019. Qualifying aus Baku. Gefühl für die verbesserten Aero-Komponenten zu bekommen. Daten, Strapazierfähigkeit des Wagens gesammelt. Der Wagen entwickelt sich im Laufe der Saison. Verbesserungen am Triebwerk vorgenommen. Ich will, dass die Aero noch besser wird, obwohl wir nichts mehr ausbauen können. Im Training waren sie richtig schnell. Werden wir im Qualifying ähnliche Zeiten zu sehen bekommen? Ich habe gehört, du hast schnell gesagt. Wir haben genau den richtigen Abtrieb. Wir sollten etwas ganz Besonderes zu sehen bekommen. Ich reize die Grenzen des Wagens aus und deshalb sollten wir auch im Qualifying gut abschneiden. Wir haben noch immer denselben Motor, also ja, natürlich. Ja, dem Wagen gefällt es hier. Aero, mach die mal besser. Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Wir waren schnell. Danke für den Kommentar. Qualifying, ausscheiden in Q1 ist nicht. In Q2 möchte ich auch nicht ausscheiden. Aber wir müssen jetzt gleich noch einen neuen Rivalen bestimmen. Erstmal Ressourcenpunkte einsacken. Emma hat wieder hohe Erwartungen, Jeff hat das Wetter und die Strecke und die Reifen für uns und wir gucken mal hier hinten nach. Wer wird unser neuer Rivale? 854. Der Lukas nicht. Der Butler auch noch nicht. Noch nicht ist gut. Wir werden nicht mehr schneller. Hamilton ist ja schon mit uns unterwegs. Vielleicht Ricardo? 565. Mann! Was für ein Saisonstart mal ganz nebenbei, sonst war die letzten Jahre immer Ricardo deutlich hinter seinem Teamkollegen. Bisher andersherum. Ein Red Bull nehme ich nicht. Ein Rosinen. 2 Ausfall 6 und der andere 9-2 Ausfall. Hop und Top und Ausfall. Ich nehme mal Ricardo. Butler, Leclerc, Ricardo, da ist er. Noch keine gewonnene Rivalität. Na gut, fertig sind wir und wir legen los. Willkommen zum Qualifying in Aserbaidschan. Die Teams machen gerade ihre letzten Einstellungen, ehe die Ampel auf grün geht und die Fahrer um die Pole Position kämpfen werden. Ich möchte kurz mit dir über die Strategie in diesen Qualifying-Sessions reden, Stefan Römer. Wie kann ein Fahrer es schaffen, die paar nötigen, wichtigen Zehntelsekunden schneller zu fahren? Im Qualifying geht es weniger darum, die Herangehensweise zu ändern, eher darum, einen guten Lauf mit wenig Treibstoff im Tank zu wiederholen, den man im Vorfeld der Session schon mal abgeliefert hat. Man strebt schließlich nach Perfektion und da wird es ganz schwierig, wenn man etwas völlig Neues versucht. Es gibt einige Faktoren, die den Weg zum Ziel erschweren können, etwa ein ungünstiger Startplatz oder unerwartete gelbe Flaggen. Vor allem in Kombination mit den wechselhaften Streckenbedingungen muss man eben den richtigen Zeitpunkt zum Rausfahren erwischen. Als Fahrer muss man diese Ablenkungen ignorieren und sich voll und ganz auf diese eine schnelle Runde konzentrieren. Check. Hat hinten Häkchen auf seiner Liste, auf seinem Reißbrett gemacht, der Herr Kontrolleur. Autoeinstellungen. Wir nehmen Sprit mit, das ist klar. Wir nehmen mal 11 Kilogramm mit. Aero 6.3, genau. Fahrzeuge 7.4 und Bremskraftverteilung 56%. Das hat sich
bisher am besten angefühlt. Vielleicht sollten wir noch mehr nach hinten gehen. Das werden wir mal sehen. Wir können es ja jederzeit anpassen. Das ist ja das Schöne. Auf der Strecke ist nicht viel los. Das sollten wir vielleicht nutzen. Nutzen? Na dann. Wollen wir mal rausgehen. Alles bereit. Fertig. Auf los geht's los, in ganz großen Schritten. Jeff, sei leise. Okay, geht in Ordnung. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Es ist Norm Williams hinter uns, den will ich nicht vorbeilassen. Hoffentlich greift er auf der Stadtzigarette nicht an. Wenn er hier nah genug dran bleibt. Einen spitzen Motor hat er ja. Der auch besser als unserer sein kann. Okay, wir müssen jetzt mit den aktuellen Einstellungen Gas geben, ansonsten ist er zu nah dran auf der Geraden. Wegfallen ist aber gerade nicht, merke ich. Im Gegenteil, er kommt ran. Nee. So einfach hinter uns bleiben. Fertig aus, die Maus. Das wird er doch wohl schaffen, oder? Hier will ich keinen siebten Gang sehen. Er ist zu früh gebremst. Auch zu spät gebremst hier. Der ist viel zu nah dran, der Kollege. Die Rundenzeit müssen wir noch verbessern. Auf jeden Fall. Gelber Balken gut gefüllt, weißer Balken auch noch. Nein, ist der Williams nah dran, das gefällt mir gar nicht. Oh, ist er beinahe die Nase gewesen. Halbe Sekunde Rückstand? Scheißdreck. Sprechrunde ab, dafür war das einfach zu viel Rückstand zu Beginn.
Der Blims fährt doch hoffentlich jetzt rein. Aber hoffentlich nicht in uns. Dann lasse ich ihn halt vorbei. Hauptsache unser Wagen bleibt ganz. Für den Fall, dass er jetzt nicht reinfährt, lassen wir noch etwas Abstand. 3,0 Tankrunden noch. Aktuell auf der 8. Startest du, Kollege? Er ist auf Rang 17. Noch gar keine Zeit. 100% Strom. So, die Untenzeit muss jetzt deutlich besser werden. Halbe Sekunde Vorlauf ist schon mal schön. Zu schnell rein, für meinen Geschmack. Sieben Zehntel schneller. Wird ein 38er? Nein, nicht ganz. 1,7 Tankrunden noch. Nochmal 3 Zehntel in einer Viertelsekunde gefunden. Zehntel Vorlauf. Jetzt war ich zu weit innen, Mist. Hier auch zu weit innen. Jetzt wird es aber ein 38er. Dann fahren wir rein, wir haben auch kaum Sprit. Strom haben wir noch mehr als genug. Aktuell Platz 3. Die beiden Rosinen vor uns, dann kommt der Butler hinter uns auf der 4. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 38,3. 2 Zehntel schneller. Fahrer vor mir. Sainz liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,38,4. Fahrer hinter mir. Butler liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 38,5. Na, McLaren nicht ganz vorne, weil die Geraden zu lang sind. Starter ist dem Kollege. Er ist auf Rang 9. Ihre beste Rundenzeit ist aber nicht gut. Beträgt 1,39,1. Status Konkurrent. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 39,5.
Eine Sekunde sogar hinter uns. Na gut, es hat bloß einen Renault-Motor. Aber ein Renault-Motor mit Butler zeigt es ja, dass es doch relativ weit nach vorne gehen kann. Zwei Mercedes-Motoren, dann kommt ein Ferrari-Motor, dann kommt ein Renault-Motor. Update-Session. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Update-Session. Also, knapp vor uns in dieser Session sind im Moment Leclerc und Sainz. Und wir sind vor Butler, Verstappen und Hülkenberg. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1,38,3. Na gut, nach Platz 3 kommt erstmal kein Ferrari, kein Mercedes-Motor mehr. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. 0,4 Sprit noch dabei. Wir können dich diese Runde reinholen. Als ob die uns abholen. Wie nach dem Kindergarten. Wenn das Kind auf Mami und Papi wartet. Rufen die Eltern? Nee, das Kind ruft nach Hause an. Mami, Papi, wir nach Hause. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Oder da rausholen. ...2 Tankrunden über. 99% Strom. Ganz viel weißer Balken noch da. Ich habe Strom gar nicht runtergestellt, sehe ich gerade. Wir fahren noch auf Überholmodus. Deswegen der hohe weiße Balkenverbrauch bei dieser Runde. Wie sieht's in den einzelnen Sektoren aus? Sektor 1 ist jetzt unser Sektor. 3/10 Vorlauf auf die Bestzeit, im Mittelsektor eine halbe Sekunde Rückstand, aua, und im letzten Sektor praktisch zeitgleich. Mist, im Mittelsektor, Mann. Da, wo man Abtrieb braucht. Ja, fahren wir heute mal etwas weniger Abtrieb als sonst, deswegen sind wir im Kurvenbereich langsamer. Ja, ich finde es so genau richtig, deswegen habe ich es eben so eingestellt. Der Lukas im Mittelsektor, 6/10 vor uns. Im ersten Sektor flieht er aber, da war irgendwas 8/10 und im letzten Sektor ist er 2/10 langsamer. Hamilton auf der 9. Wir merken uns vorne eine 83 und hinten eine 94. 83, 94. Bleibt 83 und 94 bleibt 94, okay. Ich sehe noch keinen Mercedes unter den ersten 14 und zwar diesmal wirklich kein Mercedes. Es ist einer auf jeden Fall ausgeschieden. Ich denke mal der Strolli. Nein, der ist weiter, okay. Giovinazzi ist raus, der Sepp, der Kimi, der Albon, der Quert. Es haben ganz viele nur einen Reifensatz benutzt. Okay. Jetzt frage ich mich, ob 5 oder 6 Kilogramm mitnehmen. Ich gucke nochmal kurz auf die Rennstrategie der letzten Rennen. Aserbaidschan, erste Saison weiß-gelb, Runde 13, Reifen gewechselt, nach Hause gefahren. Saison 2, weiß gestartet, Runde 15 rein, mit den roten nach Hause, also schon mal etwas offensiver als in der ersten Saison. Und in der letzten Saison gab es rote Reifen bis Runde 7, dann Inters bis Runde 18, dann nochmal die roten bis zum Schluss. Also weiß und rot. Komm, dann kriegen wir auch gelb und rot irgendwie hin mit maximal ausgebauten Chassis. Gerade ziemlich leer. Jede Menge Platz. Zumal es einen Unterschied von einer Sekunde gibt zwischen rot und gelb. Das riskieren wir nicht. Jetzt aber halt noch die Frage, wie viel Sprit mitnehmen? Die Runde ist ziemlich lang. Reichen da 5 Kilogramm? Ich nehme jetzt mal lieber 6 mit und gucke dann einfach mal und dann passen wir es halt für Q3, wenn wir da hoffentlich landen werden, an. So, machen wir es. Los! Das eine Kilogramm macht uns keine Sekunde langsamer. Also 5 Kilogramm weniger als in der ersten Runde.
in Q1. Jeff, sei leise. Ist angekommen. Bestätige. Wetter bericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Na, Hamilton wird sich sagen, alles richtig gemacht mit dem Teamwechsel. Der Sepp fährt mit seinem Team gerade so um den Einzug ins Q2. Heute hat er es nicht geschafft. Und Hamilton kann ums Podium kämpfen. Könnte zwar noch besser sein, aber ist doch schön hier bei Haas, oder? Wäre zwar noch schöner, wenn wir ein Stück weiter vorne wären, aber die Rennen haben bisher Laune gemacht. Es gab immer was zu tun. Nie alleine ganz einsam und traurig vorweggefahren. Wir hatten immer was zu tun, Autos um uns herum. 2,5 Tankrunden, ja, das war richtig. Stand jetzt. Was mache ich denn mit dem Herrn Hintermann? Ich lasse ihn mal vorbei. Den muss ich jetzt aber noch abschütteln lassen und hinten ist keine große Lücke. Das ist schon rosaner, oh Gott. Okay, maximaler Abstand zum Red Bull, der könnte uns ansonsten aufhalten. Aber den rosanen im Blick behalten. Ab jetzt wird Vollgas gefahren, aber noch nicht mit vollen Modi. Los geht's. Keine gute erste Kurve, wie ich finde. Überhaupt nicht. Hast du wieder den Red Bull schon näher kommen? Hast du einen anderen, oder? Nee, da ist Hamilton. Ach, das ist Hamilton. Oh. Geh weg, Mann. Jetzt nicht hier blockieren. Hau ab. Mach doch Platz. Was machst du denn? Mann. Der Erzbeste, der hat noch genügend Platz zu Hamilton. Mann, ey. Ich bin gewillt, noch eine Runde zu fahren. Die Reifen jetzt wieder einzupacken, ist schon schade. Dann haben wir aber auch mehr beim Start drauf, wenn wir weiterkommen sollten. Was haben die denn drauf? Hinten 2% von 1. Okay, Gas geben, dann kommen die nächsten. 1,7 Tankrunden noch. Dann tuckern wir halt in die Box. Nee, ich kann den Red Bulls nicht vorbeilassen. Der wird uns in der nächsten Runde nerven. Ich kann schon mit dem Strom auf Maximum gehen, aber mit dem Sprit noch nicht. Der wird sowas von locker vorbeikommen. Nee, er bremst ab. Okay. Oh nein. Geh weg. Was für ein Kackanfang vom Q2. Wieder zu weit ausgeholt an der Stelle. Bruder, kam der Wagen rum. Für diese Runde reicht der Sprit noch. Ist zu viel Rand schon erwischt. Ach, hier zu viel Randstein.
Was hat mir vorhin? 38,5, ne? Reifen maximal liebhaben jetzt. Fahrer vor mir. Fieber liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 38. Die Hinterreifen. Fahrer hinter mir, hallo. Das ist Louis hinter dir. Du Ihre Bremse. Beste Rundenzeit beträgt 1,38,7. Status Konkurrent, Nico auf der 4. Daniel derzeit auf P6. Sechster Platz für Daniel. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 38,9. Update Session. Okay, von den Autos sind folgende vor uns. Weber, hinter uns sind Hamilton, Hülkenberg und Gasly. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1,38,2. 0,3 Sprit. Na gut, ich muss die Reifen jetzt maximal schonen. Kann ich auch schön langsam fahren. Können wir hier nicht abkürzen, indem wir jetzt einfach hier weiter nach links fahren? Dahin? Wir würden eine Menge wegsparen. Nicht zu viel Gas geben, denn wir müssten hier eher bremsen bei der nächsten Rechtskurve. Streckenkarte im Blick behalten. Immer noch 0,3. Jetzt brauchen wir gleich etwas Schwung für den Bergaufhang hier. Bergaufhang. Immer noch 0,3. 0,2. Das reicht bis zur Kurve runter. 130 Sachen. Jetzt geht's gleich wieder ein Stück bergab. Komm schon, komm schon. Im Auto wippen, komm. So, jetzt geht's bergab. Wir werden aber immer noch langsamer. Oh, Scheitel erwischt. Oh, der Ausgang, Heck. Oh. Oh, willkommen, Rosanna. Ich habe gerade kurz Gas gegeben, aber 71 km halten wir gerade. Jetzt geht's wieder bergab, weil unten angekommen. Mal eben Gas geben. Reicht fürs Erste für die Kurven hier. So. 0,2. Bestimmt macht es der Autopilot in der Box dann weg. Das letzte Tröpfelchen an Sprit. Oh ja, weniger Luftwiderstand. Wenn die Reifen wärmen. Nee, nicht gut. Wärmer. Oh, 77 Grad überall. Drei Prozent vorne, 6% hinten. Und Platz 3. 38,4, 6,9. Achso, da bin ich Sprit. Ah ja, verfälscht. Nehmen wieder 6 Kilogramm. Sektoren gucken. Der erste Sektor hat mir nicht ganz gefallen. Ja, da haben wir auch keine Bestzeit mehr, aber im Mittelsektor sind wir auch näher dran am Lukas. Keine halbe Sekunde weg. Aber auch nicht viel weit weg von dieser nicht ganz halben Sekunde. 6 Zehntel auf Leclerc, was ist mit dem los? 37,8, hallo? Im ersten Sektor eine Zehntel schneller als wir. Mittelsektor 4 Zehntel und im letzten Sektor... ja, etwas schneller, eine halbe Zehntel. Der Herr Teamkollege, 3 Zehntel hinter uns. Im ersten Sektor gute 2 Zehntel, im Mittelsektor... ist er wiederum 2 Zehntel schneller und im letzten Sektor sind wir 4 Zehntel schneller. Der fährt doch mit mehr Abtrieb. Also wir merken uns neben der 38,4 eine 78 und eine 92. 78,92.
Wir sind weiter, das Haas-Team ist weiter, das Ferrari-Team ist raus und der Butler hat es nicht geschafft. Ausgeschieden sind der Butler, der Bottas, Magnussen, Kubica und Strolli. Oh, die ersten sieben mit nur einem Reifensatz. Hier wird ganz schön Reifen gespart in Baku. Da vorne ist es geblieben und hinten 1,4. Ja, bleibt. Wir merken uns 38, 4, 6, 9. Auf geht's ins Q3. Na, Hamilton, wir raus. Der blockierte uns doch nur. 38, 4, 6, 9. Yeah. Linken und Gas geben. Oh, das sieht aus. Mann, der ist schon raus. Dieser Autopilot hier bei der Ausfahrt. Immer noch seltsam. Jeff, sei leise. Bestätige. Hinter dem Rosanen ist gerade eine Lücke. Der Rosanen scheint der schnellste Wagen zu sein. Außer der Lukas packt noch was ganz Dickes aus. Ah, ich will es gar nicht sehen. Ich lasse den Rosanen noch vorbei. Also die Rundenzeit geht auf jeden Fall noch schneller. Dafür hat die sich gar nicht so gut angeführt, aber sie war gar nicht so schlecht. Da geht noch mehr. Hier und da und dort. Der Strom wird für die eine Runde auf jeden Fall reichen, keine Frage. Die gelben Balken kriegen wir eh nicht runter. Eher geht der weiße Balken zu Ende und selbst das ist etwas schwierig, wenn ich im langsamen Teil nur auf niedrig fahre. Viel mehr Strom will ich aber gar nicht ausgeben. Dafür ist das Heck halt angenehmer. In den langsamen Ecken. So, jetzt nicht auf Fett fahren aus Versehen. Aufpassen, dass wir wirklich auf Maximum gehen. Maximum. Und los geht's. Weit weg vom Scheitel. Das war zu spät gebremst. Na, schade. Ich probiere die Runde mal zu Ende zu fahren, wobei das sieht gerade echt scheiße aus. Die mal zu Ende. Vielleicht wird die nächste Runde noch schlimmer. Dann haben wir immerhin eine Zeit. Ich kann mal gucken, wie das mit dem Sprit aussieht. Oh Gott, untersteuern. Oh, ich muss zum Gas gehen. 1,4 über. Da ist sie schon. 38,9 geht eigentlich noch mit dem Flügelschaden. Fahrer vor mir. Louis liegt vor dir. Ihre
beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 38,5. 13. vor uns. Wir sind auch nur eine halbe Sekunde langsamer als die eigene Bestzeit. Ah, nicht ganz. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,39,0. Ah, etwas mehr als eine halbe Sekunde. Oben rechts ist wieder was anderes gewesen als auf dem Lenkrad. Fahrer hinter mir, Ricardo vor uns. Gasly hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 39,2. Fahrer vor mir. Hülkenberg vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,38,8. Status Konkurrent. Daniel ist auf P5. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 38,5. Das Blöde ist, wir werden gleich eventuell Verkehr haben. Wir brauchen jetzt noch 2 Minuten fürs Reparieren. Bei vielleicht 5 Minuten 50 stehen wir in der Box. Wir können noch mal rausfahren, aber eine komplett leere Strecke werden wir nicht haben. Im Gegensatz zu, wir kommen jetzt rein und fahren gleich wieder raus ohne Reparaturzelle. Wäre das durchaus drin gewesen. Wir müssen jetzt aber leider etwas Zeit in der Box verbringen. Pflicht verbringt Zeit. Aktuell Platz 7. Wäre mir nach dieser Q2-Leistung zu wenig. Dafür muss ich jetzt auch gleich sitzen bei der nächsten Runde. Der Problem ist, fährt er jetzt raus? Fährt er bloß einmal? Restzeit 1:34 und Restzeit 5:20. Fünf Prozent auch runter. Eine Zehntel schneller, die Reifen sind etwas abgenutzter, die Q2-Reifen. Das geht schneller als jetzt Zeit überspringen. Da gibt es ja noch eine Schwarzblende und die braucht mehr Zeit. Gut, passt. Wenn die Runde jetzt auch nicht sitzen sollte, weil warum auch immer. Upsala. Will ich noch etwas Puffer haben, bis die Zeit abgelaufen ist. Wir haben ja in Q2 gesehen, man kann auch mit 6 Kilogramm noch eine zweite fahren. Wenn man die früh genug abbricht. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde Rosa, ne? Bei 1,38,0. Boah, eine Komma Null. Das ist schon fies. Jetzt ist die Strecke gerade frei, aber wenn wir vorne sind, fahren vielleicht gerade die letzten raus. Wobei, wir brauchen jetzt noch mindestens eine Minute, die müssen dann schon längst weg sein, sonst kriegen sie keine Runde mehr hin. Wir liegen gut auf der Strecke. Wir hätten aber bloß eine Runde fahren können, 2:30 noch über. 50 Sekunden bis zum Überfahren der Linie. Dann muss die Runde auch top sein. Bei 1,40 über die Linie kommen, maximal eine Sekunde langsamer sein. Naja, die nächste Runde wird hoffentlich einfach schnell genug, dann brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Weil in 20 Sekunden sind wir nicht vorne. Also nur noch eine Runde. Dann sputtern wir genug, da geben wir jetzt schon Vollstoff.
Bitte Strecke, sei frei. Der letzte Ausfall ist blöd. Nicht schön. Ich bleib mal auf Mittel. Sieben Zehntel Vorlauf. Bester im Mittelsektor. Oh Mann, ich hab den ersten Sektor verhauen. Siebenunddreißig, vier. Es ist die Eins laut Lenkrad. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Der Eismann, Sainz Junior und Charles Leclerc. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Chai Rosenender, guckt ihr, und zwar beide. Die sind im Haas-Sandwich. Ein goldbraunes Stück Brot oben und unten und zwischendrin. Eine rosa Soße. Aber aus der Vergangenheit heraus wissen wir, dass das Abschneiden im Qualifying meistens eine Ecke besser ist als im Rennen. Das ist Baku-spezifisch. Vielleicht meinerseits so. Vielleicht liegt es aber auch am Spiel. Aber wir werden im Rennen nicht haushoch vorne liegen. Das haben wir schon so oft gesehen, dass das Qualifying super duper war und das Rennen dann ziemlich zäh, weil hart und Gegner schneller. Aber das ist eine Pole Position. 37,4. Und im ersten Sektor noch so viel Zeit liegen gelassen. Aber im Mittelsektor absolute Bestzeit. Wir von der 1, dann der Carlos, dann Leclerc, Lewis. Dann kommt erst Lucas auf der 5. Ricardo, dann der Nico, Verstappen, Gasly und Russell auf der 10. Sektor 2, eine 39er. Dass man hier nicht alle Runden angucken kann, ist doof. Alle Qualifying-Runden. Oder dass man im Qualifying dann auch nochmal auf die Zeiten aus dem Training zurückgreifen kann. Von allen Fahrern. Das könnte man noch für die Zukunft hinzufügen. Eine 40er Mittelsektor. Ein Reifensatz beim Russell, ja, den haben wir rausfahren sehen. Da kann es auch bloß ein Reifensatz rausfahren sehen, als wir gerade reingekommen sind. Zwischenfälle gab es keine und das ist... Wir standen noch nicht auf der Pole, oder? Wir standen schon mal auf der 2 in... Oder standen wir doch auf der Pole in Silverstone letzte Saison? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es erstmal eine tolle Momentaufnahme, die genossen werden kann. Aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Denn das Rennen wird auf jeden Fall deutlich knackiger. Und da heißt es jede Runde konzentrieren, einmal in die Auslaufzone und da stehen bleiben, zurücksetzen. Und das Rennen ist ziemlich gelaufen, unter die Nase anschlagen. Da gibt es viele Möglichkeiten, also ranhalten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.